Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Beitrag, einem Beitrag, in dem ich heute gerne über die Chancen und Herausforderungen sprechen möchte, die der Monat Mai für uns bereithält. Alles neu macht ja bekanntlich der Mai, wie wir so schön zu sagen pflegen. Und wenn ich einen Blick auf die wichtigsten planetaren Konstellationen dieses Monats werfe, kann ich an dieser Stelle vorwegschicken, dass die uns vertraute Redewendung in diesem Mai durchaus zu halten vermag, was sie verspricht. Warum? Weil wir gleich zu Beginn des Monats, um genauer zu sagen, am 5. Mai auf einen Vollmond in Skorpion zusteuern, der auf aufgerundet 15 Grad Skorpion stattfindet und der zugleich von einer Halbschattenmondfinsternis begleitet sein wird. Eine Halbschattenmondfinsternis, die besonders in Afrika, Asien und Australien zu sehen sein wird. Damit vermag diese Mondfinsternis verdrängte oder auch einfach nur unbewusste Energien in uns sichtbar machen, die sich besonders seit Mitte, Ende April aufgestaut haben können. Denn am 20. April, wir erinnern uns, hatten wir die Sonnenfinsternis im Zeichen Widder, die damals in Spannung zu Pluto stand. Und ich erwähnte in diesem Zusammenhang, dass die Mondfinsternis Anfang Mai, die uns ja nun bevorsteht, einem Kulminationspunkt gleicht, wo gestaute, unterdrückte Energien plötzlich an die Oberfläche kommen können. Warum sage ich plötzlich? Weil, wie wir im Radix sehen können, der Mond in Skorpion dem Planeten Uranus gegenübersteht. Während also der Mond unsere tiefsten Gefühle und Bedürfnisse symbolisiert, ist es Uranus, den eine überraschende, unberechenbare, gar explosive Note prägt. Das heißt, mit dem Mond in Skorpion, da kann plötzlich etwas in uns getriggert, etwas in uns ausgelöst werden, was uns unruhig stimmt, was uns in der Tiefe berührt, gar schmerzlich berührt, etwas, was uns zugleich verunsichern oder auch ängstigen kann. Und so ist es die Sonne in Stier, die dem Mond hier gegenübersteht und die uns auffordert, unseren emotionalen Halt nicht zu verlieren und uns möglichst gut zu verankern. Somit können dies unruhige Tage werden, wo es besser ist, uns von der Strömung tragen zu lassen, anstatt zu versuchen, gegen die Strömung anzuschwimmen. Je besser uns dies gelingt, desto eher kann diese Zeit gute und neue Einsichten bzw. gute und überraschende Wendungen mit sich bringen. Dass dies wichtig ist, also dass es wichtig ist, mit der Strömung mitzufließen, zeigt auch die Tatsache, dass Mars nach wie vor in Spannung zu Chiron steht. Chiron gleicht einem sehr sensitiven Punkt in unserem Horoskop. Er ist vergleichbar mit einem Schmerz, mit dem wir immer dann in Berührung kommen, wenn wir uns zum Beispiel nicht verstanden, nicht gesehen, gar abgelehnt fühlen. Und da Mars im empathischen, sensiblen Zeichen Krebs steht, kommen wir nicht umhin, uns mit dem auseinanderzusetzen, was uns in diesen Tagen innerlich bewegt. Und auch wenn ein Mars in Krebs durchaus dazu tendieren kann, unangenehmen Situationen auszuweichen, so zeigen die Konstellationen zu dieser Mondfinsternis, dass ein Ausweichen keine gute Option bzw. keine zufriedenstellende Lösung darstellt. Denn Mars wiederum steht im Sextil zu Uranus in Stier und zeigt an, wie wichtig es für unsere persönliche Zukunft, für unsere persönliche Weiterentwicklung ist, uns selbst, unsere Bedürfnisse und Werte wichtig zu nehmen. Aber was genau sind unsere Werte? Was ist es, was uns im Leben wirklich wichtig ist? Mag sich der ein oder andere zu dieser Mondfinsternis vielleicht Fragen hören, besonders dann, wenn die Mondfinsternis im eigenen Horoskop persönliche Planeten und oder andere wichtige astrologische Punkte aktiviert. Und eine solche Frage lässt sich nur beantworten, wenn wir auf unser Bauchgefühl hören und unseren
Körper als Kompass nutzen, noch bevor sich unser analytischer Verstand einschaltet. Machen wir uns zudem bewusst, dass es der Skorpion ist, wo wir unsere Werte, unsere Ressourcen mit anderen teilen, wie zum Beispiel in einer Partnerschaft, einer Ehe, wo wir uns tief einlassen und berühren lassen. Genau dort ist es auch, wo wir, wenn wir nicht achtsam sind, besonders verwundbar und beeinflussbar sind. Wo wir, ohne dass wir es merken, in eine Rolle gepresst werden, beziehungsweise uns in einer Rolle wiederfinden, die uns gar nicht entspricht. Denn in dem Moment, wo uns unser Gegenüber ein Bild überstülpt, dem wir heute nicht mehr entsprechen, spüren wir dies. Es macht etwas mit uns. Eine solch verzerrte Sichtweise auf uns kann uns auf energetischer, emotionaler Ebene triggern, beziehungsweise auf eine Weise beeinflussen, die uns nicht gut tut. Da können wir dann zum Beispiel geneigt sein, unsere Rolle aufrechtzuerhalten, um ja nicht das Bild zu zerstören, das sich der andere von uns gemacht hat, während wir zeitgleich innerlich Frust schieben und traurig sind. Und jetzt, da Venus in Zwillinge zu dieser Mondfinsternis in Spannung zu Neptun in Fische steht, kann diese Sehnsucht besonders nach einem schöneren Leben oder einem Abenteuer groß sein, denn dieser Aspekt lädt zum Träumen und zum Kreativsein ein. Die einzige Gefahr, die hier lauert, ist, dass wir, wenn es um die Liebe, also um die wichtigen Beziehungen in unserem Leben geht, dass wir uns da etwas vormachen, uns entweder selbst oder uns von unserem Gegenüber Sand in die Augen streuen lassen können. Denn eine Venus in Spannung zu Neptun sieht nicht klar. Sie sieht nicht, wo ihre Reise hingeht. Und so kann sie sich schnell blenden und von einer Idealvorstellung verführen lassen. Da können Dinge versprochen werden, die dann doch nicht eingehalten werden und die zur Enttäuschung führen können. Wozu uns also diese Mondfinsternis ganz besonders einlädt, ist zunächst mal in uns aufzuräumen, bevor wir irgendetwas tun bzw. konkrete Schritte im Außen setzen. Bleib also möglichst nah bei dir, beobachte dich und deine Gefühle, lausche der leisen Stimme in dir, was sie dir in dieser Zeit zuflüstert. Und wenn du dich zum Beispiel so etwas sagen hörst wie am liebsten würde ich das oder jenes tun, dann nimm diese Botschaft ernst und schau, wo sie dich hinführen möchte, ohne dass du sofort in Aktion trittst. Anderenfalls könnte sich folgendes Szenario bewahrheiten. Stell dir vor, du wachst inmitten der Nacht auf, hast gerade etwas Schönes geträumt und fühlst dich inspiriert und voller Elan, deinem wunderschönen Traum sofort Taten folgen zu lassen. Aber kaum, dass du aus dem Bett springst, stößt du mit dem Fuß an die Bettkante, übersiehst den Bettrahmen, da es um dich herum stockfinster ist. Und genau das ist es, was zu dieser Mondfinsternis im übertragenen Sinne passieren kann, dass wir uns an eben diesem Bettrahmen anstoßen können, worauf auch die Spannungsaspekte hindeuten, die Mond, Sonne und Uranus zu Lilith in Löwe halten. Lilith gleicht hier einem blinden Fleck. Da können wir uns noch so sehr dessen bewusst sein, dass der Bettrahmen da ist und dass wir, um die Bettkante zu umgehen, nur achtsam sein müssen. Dennoch kann es passieren, gerade wenn wir noch schlaftrunken sind, dass wir nicht aufpassen und uns selbst verletzen oder uns verletzen lassen. Oder aber wir sind diejenigen, die andere verletzen. Und das ist in etwa zusammengefasst der energetische Stempel, den diese Mondfinsternis prägt. Worum es also in diesen Tagen geht, ist die Dinge wirklich erstmal nur zu beobachten, die jetzt an die Oberfläche drängen, die jetzt fühlbar und sichtbar werden. Es ist, als führten wir so etwas wie eine innere Inventur durch. Da sind auf der einen Seite die Waren, die noch gut und haltbar sind, übertragen auf dein Leben, dein geistiger wie materieller Besitz, kurzum deine Werte, die gut sind und die geschützt werden wollen.
Auf der anderen Seite sind da die Waren bzw. Werte, deren Verfallsfrist bereits abgelaufen sind und die darauf warten, aussortiert zu werden, um Platz für frische Waren zu schaffen. Es ist demnach eine Zeit, in der wir mit einem uns beschäftigenden Thema schwanger gehen dürfen. Denn jetzt, da Pluto Anfang Mai seine Rückläufigkeitsphase beginnt und Merkur noch bis einschließlich 14. Mai im Zeichen Stier rückläufig sein wird, können wir diese Zeit besonders gut nutzen, um uns bewusst zu werden, was wir im Sinne des Skorpions loslassen wollen, damit wir uns auf das ausrichten, was heute für uns Sinn und wertvoll ist und was sich heute für uns gut anfühlt. Und dafür stehen die Chancen Mitte des Monats besonders gut, dahingehend mehr Klarheit zu erfahren. Wie wir im Radix sehen, baut sich eine schöne Aspektfigur auf, die auch als Drachenfigur bekannt ist. Da können wir uns inspirieren und sprichwörtlich unseren Drachen steigen und fliegen lassen, denn Saturn in Fische hält unterstützende Aspekte zur Mondknoten bzw. zu unserer Schicksalsachse sowie zu Merkur in Stier und Venus in Krebs. Diese schenken uns einen nüchternen Blick auf die Fakten, so dass wir in Ruhe und ganz besonnen die nächsten Schritte konkret planen können. Das heißt, das, worüber wir vielleicht noch in der ersten Hälfte des Monats brüten, darf oder kann ab Mitte des Monats langsam Form annehmen. Langsam sage ich nach wie vor ganz bewusst, denn wie wir sehen können, steht Jupiter in Spannung zu Mars. Dieser Aspekt kann uns einen enormen Aufwind bzw. viel Energie schenken. Da können wir enorm enthusiastisch und voller Eifer sein. Wichtig ist nur, nach Möglichkeit nicht übereifrig zu sein, besonders dann nicht, wenn wir vielleicht im Außen ausgebremst werden und die Dinge nicht sofort so laufen, wie wir es gerne hätten. Denn jedes Hindernis, jedes Ausbremsen hat bekanntlich seinen guten Grund. Diese Hindernisse arbeiten nie gegen uns, sondern immer für uns. Sie wollen uns lediglich auf etwas aufmerksam machen, was wir vielleicht in der Eile des Gefechts ansonsten übersehen würden, beziehungsweise in dieser Zeit übersehen könnten. Von daher achte auf die Zeichen, achte auf das, was in dir und um dich herum geschieht und welche Botschaften diese Zeichen für dich bereithalten. Ganz besonders dann, wenn Jupiter am 16. Mai vom Widder in den Stier wechselt und bis etwa 22., 23. Mai in Spannung zu Pluto in Wassermann steht. Denn in dieser Zeit baut sich eine sehr starke Energie auf, besonders um den Neumond, den wir am 19. Mai im Zeichen Stier auf 28 Grad Stier haben werden. Zu sehen an dem großen Quadrat bzw. dem großen Spannungsaspekt, der sich zwischen Jupiter, Pluto und Mars abzeichnet, während Venus zeitgleich ihre Spannung zu Chiron aufbaut. Dies könnten die kraftvollsten, durchsetzungsstärksten und segenreichsten Tage dieses Monats werden, zugleich aber auch die riskantesten und konfliktreichsten. Diese Konstellationen rufen dazu auf, uns trotz der starken Kräfte, die sich hier aufbauen, in unserer Mitte zu bleiben. Pluto und Mars im harmonischen Aspekt zum Neumond schenken uns eine enorme Instinktsicherheit, Mut und Tatkraft. Besonders am 20. Mai, also einen Tag nach Neumond, wenn Mars in das Zeichen Löwe wechselt, können wir den starken Energieschub deutlich spüren. Denn das ist auch der Moment, wo Pluto auf 0 Grad Wassermann in Spannung zu Mars auf 0 Grad Löwe und in Spannung zu Jupiter auf 0 Grad Stier stehen wird. Damit können wir einen deutlichen Vorwärtsschub erfahren, wo du dich vielleicht selbst sagen hörst: Ja, genau das will ich und tue ich jetzt, so und nicht anders. Gleichzeitig ist es mit dieser Energie wichtig, dir der Konsequenzen deines Handelns bewusst zu werden. Denn mit diesen Energien können wir geneigt sein, alles auf eine Karte zu setzen.
Da können wir uns übernehmen oder auch besonders erfolgshungrig bis gierig werden. Je besser wir also die möglichen Konsequenzen im Auge behalten, desto geerdeter werden wir uns fühlen und geerdete Entscheidungen treffen. Andernfalls könnten wir uns in diesen Tagen nicht nur selbst, sondern auch andere mit unseren Entscheidungen überfordern. Und da der Neumond im Zeichen Stier steht und der Stier von Venus regiert wird, stehen unsere Werte, unsere Ressourcen, unser Besitz, unsere Finanzen und unsere Beziehungen im Rampenlicht. Das heißt, hier können unangenehme Situationen entstehen, konfliktreiche und krisenhafte Momente, die angstauslösend, verunsichernd und zugleich befreiend sein können. So können wir nur hoffen, dass sich auch auf gesellschaftlicher Ebene, besonders im Bereich der Finanzen und der aktuellen Kriegswirren, die Krisen nicht weiter zuspitzen. Mein Hoffnungsschimmer ist in diesem Fall Jupiter, der an der Spitze des T-Quadrats und nahe der Mondknotenachse steht. Jupiter kann hier als Friedensstifter fungieren. Gleichzeitig besteht mit Jupiter aber auch die Gefahr, dass er Situationen gleich einer Lupe vergrößern oder auch eskalieren lassen kann, da jeder Planet sowohl eine lichthafte als auch eine schattenhafte Seite hat. Bleiben wir aber an dieser Stelle bei der persönlichen Ebene, so sind dies enorm begünstigende Wandlungskräfte, die in diesem Monat Mai auf uns einwirken können. Gerade wenn Jupiter ab Mitte Mai in das Zeichen Stier wechselt, wird er in diesem Jahr immer wieder in einem harmonischen Aspekt zu Saturn in Fische stehen. Ein Aspekt, von dem wir profitieren können, vor allem in Bezug auf jene Hürden und Probleme, die uns bislang im Fischebereich unseres Horoskops aufgehalten oder herausgefordert haben. Da können wir tolle und nachhaltige Lösungen finden, ohne uns groß anstrengen zu müssen. Denn das ist es letztlich, was auch der Stier liebt, seine Zeit zu genießen und sein Leben zu vereinfachen. Da geht Qualität vor Quantität. Damit kann das Gefühl einhergehen, dass du alles, was du brauchst, um deinem Leben eben diese Qualität zu schenken, bereits in dir trägst und du das Wissen darüber lediglich nutzen und in eine neue, für dich adäquatere Form gießen darfst. Zusammengefasst lässt sich zu diesem Monat sagen, dass wir den Fokus ganz besonders auf den Stierbereich in unserem Horoskop lenken dürfen. Denn mit der Planetenballung in Stier ist es hier, wo die Musik spielt. Gerade da auch Jupiter sich nun die folgenden 12 Monate im Stier aufhalten wird, kann er uns in diesem Bereich unseres Horoskops besonders segensreiche Geschenke bringen. Während wir in den anderen 3 Bereichen unseres Horoskops, in denen sich die Anfangsgrade des Skorpions, des Löwen und des Wassermanns erstrecken, dort, diese Bereiche, diese Häuser, können wir nutzen, die dort schlummernden Potenziale nutzen, um uns für Jupiters Geschenke empfangsbereit zu machen. Denn was Jupiter berührt, da wachsen und expandieren wir. Da vermögen wir besonders gut zu erkennen, was uns zu unserem Glück und Wachstum verhilft. Und genauso gut können wir erkennen, wo wir uns dem Glück und Wachstum verschließen. Da können wir auf natürliche Weise Menschen in unser Leben ziehen, die uns zu unserem Glück und Wachstum verhelfen wollen, Menschen, die uns schon mit ihrer bloßen Präsenz eine Freude bereiten, genauso wie wir ihnen. Im Gegenzug ist dies analog zum absteigenden Mondknoten in Skorpion eine gute Zeit des Entgiftens und des Loslösens aus kraftraubenden emotionalen Abhängigkeiten oder hinderlichen Glaubenssätzen, so auch eine gute Zeit, uns unseren eigenen Kraftsäulen zuzuwenden, indem wir uns ausschließlich den Dingen und Menschen zuwenden, die unser Wohlbefinden und unsere Freude fördern. Ich erinnere mich beispielsweise noch an die Zeit, ich glaube, ich habe das schon mal in einem meiner Beiträge erwähnt, und zwar an die Zeit von etwa
Mitte 2011 bis Mitte 2012, als Jupiter zuletzt im Zeichen Stier war. Damals aktivierte er mein 11. Haus und ich kann nur sagen, das 11. Haus ist das Haus der Gruppen, der Gemeinschaften, der Gleichgesinnten, das Haus unserer Visionen. Und als Jupiter mein 11. Haus damals aktivierte, das war eine Zeit, wo ich noch niemals zuvor auf einen Schlag so viele neue, interessante, gleichgesinnte Menschen in meinem Leben begegnet bin wie damals, als ich meine schamanische Ausbildung begonnen hatte. Es war eine solch bereichernde und beglückende Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und so sehe ich dieser Zeit mit Jupiter in Stier mit großer Vorfreude entgegen. Hoffe du ebenso, jetzt, da ich dich mit meinem vorangegangenen Beispiel darauf eingestimmt habe. Schau also gern auf dein Horoskop, besonders auf den Stierbereich. Dieser ist nicht nur allein wegen Jupiter so wichtig, sondern auch deswegen, weil Merkur in diesem Zeichen rückläufig ist. Und zwar ist es der Bereich von 5 bis 15 Grad Stier, in dem Merkur rückläufig ist. Das heißt, es ist dieser Bereich, wo Merkur vor- und zurückläuft, wo er regelrecht etwas ausbrütet, wo er nachbessern, optimieren und feinjustieren will. Spannend ist mit Blick auf Jupiter, dass er in diesem Jahr über die gleichen Grade in Stier laufen wird, wie auch Merkur jetzt. Denn Jupiter wird im September auf 15 Grad Stier rückläufig und wird bis Ende Dezember auf 5 Grad Stier zurücklaufen. Damit bezieht sich Jupiters Rückläufigkeit im Herbst auf exakt den gleichen Bereich in deinem Horoskop, in dem jetzt aktuell Merkur rückläufig ist. Was so viel bedeutet, dass die Anpassungen, die Veränderungen und die Entscheidungen, die du jetzt triffst, all das, wovon du dich jetzt entledigst, dich frei machst, sich dir spätestens im Herbst als ein großer Segen offenbaren kann. Du wirst frei dafür sein, das zu empfangen, was Jupiter als Geschenk für dich bereithält, sofern du jetzt den Raum dafür schaffst. Übertragen auf dein persönliches Horoskop, so spürst du die Wandlungskräfte der beiden Monde in diesem Monat, also dem Vollmond in Skorpion am 5. Mai und dem Neumond in Stier am 19. Mai, besonders stark, wenn du Planeten und oder andere wichtige astrologische Punkte, wie zum Beispiel deinen Aszendenten, deinen Deszendenten, deinen MC, also Berufungspunkt, deinen IC, also deinen Herkunftspunkt oder auch deinen Mondknoten, in der mittleren und oder letzten Dekade der fixen Zeichen stehen hast, also zwischen etwa 10 bis 29 Grad in den Zeichen Stier, Skorpion, Löwe und oder Wassermann. Auf dich können diese Mondenergien eine starke Hebelwirkung haben, sie können deine Kraft erwecken und dir aufzeigen, wo du vielleicht zu festgefahren bist und wo du, auch wenn du anfänglich vielleicht noch einen Widerstand in dir wahrnimmst, dennoch spüren wirst, dass es an der Zeit ist, deinen Weg freien Herzens zu gehen und dich aus beklemmenden, einengenden Lebensstrukturen zu befreien. Solltest du wiederum Planeten und oder andere wichtige astrologische Größen in den anderen beiden Erdzeichen und oder in den anderen beiden Wasserzeichen stehen haben, zwischen 10 bis 29 Grad Jungfrau und oder Steinbock oder 10 bis 29 Grad Krebs und oder Fische, dann fließt dir die Energie des harmonischen Erdtrigons und oder Wassertrigons zu. Da mag sich die richtige Idee, der richtige Kontakt auftun, so dass du mittels dieser Dynamik, die entsteht, also dieser Synergien, deine Ziele ohne größere Kraftanstrengung auf leichtere, beschwingtere Weise erreichen kannst. Ja, und sollte dir dein Horoskop nicht vorliegen und du gerne wissen wollen, wie du dir auf leichte und schnelle Weise ein solches erstellst, so findest du auf meiner Webseite ute-wotsch.de direkt auf der Startseite ein einführendes, kostenfreies Lernvideo. In diesem Video erfährst du, wie du dir dein Horoskop erstellen kannst und wie du dieses lesen kannst, also wie dein Horoskop aufgebaut ist,
welche Bedeutung die 12 astrologischen Häuser haben und wie du die Inhalte aus meinen Beiträgen auf dein Horoskop übertragen kannst. Ja, und solltest du alleine nicht ganz so gut zurechtkommen, schau gerne auf meine Webseite. Dort findest du auch weiterführende Infos zu meinem Beratungsangebot, darunter die Horoskopberatungen natürlich, die schamanischen Sitzungen, die schriftlichen Horoskopanalysen und die von mir angebotenen Programme wie das Berufungs- und Beziehungsprogramm. Ja, und damit komme ich auch schon zum Schluss dieses Beitrags. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, so auch für deine Wertschätzung. Und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist im Rahmen dieses Podcasts und sage auf bald mit einem ganz herzlichen Gruß an dich.